Klimakrise, aber auch eine zunehmende soziale Spaltung machen eines ganz deutlich. Es ist Zeit für eine andere Politik. Für eine Politik, die konkrete Visionen entwickelt, wie wir anders produzieren, anders konsumieren, besser leben können. Wir können nicht länger so tun, als ob diese Krisen nichts zu tun hätten mit der Art und Weise, wie wir wirtschaften und leben. Wir können es uns nicht leisten, so weiterzumachen wie bisher. Das ist die schlechte Nachricht, aber es ist gleichzeitig auch die gute Nachricht. Und die noch bessere Nachricht, die Veränderung ist grün. Wir Grüne haben den letzten Tag einen neuen grünen Gesellschaftsvertrag für neue Jobs, für Klima- und Umweltschutz, für soziale Gerechtigkeit und für Freiheit. Und dafür möchte ich mich stark machen. Dafür brauchen wir ein Wahlergebnis, das uns so stark macht, dass nach dem 27. September niemand mehr an Bündnis 90 die Grünen vorbeikommt. Gegen die konventionelle Agrarlobby, weil wir eine Vision hatten von sauberem Strom, von umweltschonender und tierfreundlicher Landwirtschaft. Und weil wir diese Vision umgesetzt haben, in Regierungshandeln, in die Realität. Wir haben bewiesen, anders produzieren ist möglich und wir Ökos können Wirtschaft. Über die Zukunft unserer Energieversorgung. Union und FDP wollen den Atomausstieg kippen und gefährden damit den Boom bei den erneuerbaren Energien. Windparks verhindern, Bündnis weiterlaufen lassen. Das, liebe Freundinnen und Freunde, ist die Energiepolitik der Union und das ist mit uns nicht zu machen. Diese Vergangenheit ist es nicht zu schade, sich vor den Kammern der Kohlelobby sparen zu lassen. Ja, nee, nicht im 21. Jahrhundert angekommen. Und Waffenpreis dieser Welt. Wer wird nicht viel zu denen entgegen, die den Atomkonsens aufkündigen wollen? Wer die Energiewende will, der will grün. Ich setze mich für die Rahmenbedingungen ein, damit wir Verbraucher unsere Macht auf dem Markt ausspielen können. Unsere grüne Erfolgsgeschichte Biosiegel müssen weitere grüne Erfolgsgeschichten folgen. Wer Öko und Fair aus der Nische in den Mainstream holen will, der wählt am 27. September Grün. Wir haben die Erde von unseren Kindern nur geboren. Die Kinder von damals sind jetzt in meinem Alter und wir erleben die ökologische Krise und die globale Rohstoffknappheit spitzen sich zu. Damit ein gutes Leben gelingen kann für die Menschen, die heute leben, hier und in den anderen Ländern dieser Erde, aber auch für die Generationen, die nach uns kommen, müssen wir jetzt, genau jetzt etwas tun. Weil die Szenarien der Klimaforscher 2030, 2050, die liegen in unserer konkreten Lebenszeit. Deshalb sage ich, wir müssen jetzt anders produzieren, anders konsumieren, damit alle Menschen heute und in Zukunft besser leben.